Peru, Südamerika. Ein Land der Geheimnisse, alter Kulturen und Sehnsuchtsort vieler westlicher Sinnsuchender. Ein Volk, lange vergessen und unterdrückt. Die Queros auf der Suche nach ihrer Bestimmung und der Kraft ihres Vorfahren, des Inka. Wir waren nicht gekommen, um eine Heldenreise anzutreten oder die heiligen Rituale zu erlernen, sondern einer Einladung folgend, sie zu Wort kommen zu lassen. Ihnen die Möglichkeit zu geben, der Welt davon zu erzählen, was ihnen geblieben ist. Ihr Wissen um die Energie der Heilung. Für ihr Volk, ihr Land und unseren Planeten. Huanoquite in Südzentral-Peru, ca. 3 Stunden Autofahrt von Cusco entfernt. 1500 Menschen leben hier auf ca. 3400 Metern. Huanoquite ist Teil des Distrikts mit gleichem Namen und Sitz der örtlichen Verwaltung. Und wie in vielen Regionen Perus und Südamerika findet man ihn auch hier an jeder Straßenecke. Den versuchten Spagat zwischen Tradition und Moderne. Hier in Huanoquite lebt Ivan Alcagaldos, er kennt den Spagat zwischen den Kulturen. Zum einen Teil entstammt seine Familie der Inka-Tradition, der andere Teil von ihm hat spanische Wurzeln. Auf dem Gelände des Hauses seiner Familie hat er einen außergewöhnlichen Ort erschaffen. Der Name von diesem Projekt ist Jampina Yachta, bedeutet ein Ort zum Heilen. Und in diese Jampina Yachta, ich habe aufgebaut Jampina Wasi, ja, ein Haus zum Heilen. Das Grundstück umfasst nicht nur einen Bio-Gemüsegarten zur Selbstversorgung, sondern auch mehrere Hütten und Schlafräume, die Gästen Platz bieten. Früher gab es hier nur sein einstöckiges Elternhaus. Begonnen hat alles mit einer Vision vor mehr als 20 Jahren. Ich war als 18 Jahre alt, habe ich das Vision bekommen. Und die Grundstücke, das Haus, sind von meiner Familie. Und alle in Harmonie, wir können hier arbeiten. Das macht mich froh. Die Küche des Hauses ist natürlich fest in der Hand seiner Mutter, Mama Livia. Studiert hat Ivan Agrarwissenschaften. Er hat mehrere Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet. Zusammen mit seiner deutschen Frau Magdalena hat er einen Sohn. Seinen Job hat er vor Jahren aufgegeben, um sein Leben dem Erhalt der Traditionen seiner Heimat zu widmen. Denn der eigentliche Sinn des Ortes ist die Heilung. Jampina Yachta ist Anlaufstelle, Arbeitsort und Zuflucht für die Queros, die lange von der Regierung Perus verachteten Nachfahren der Inka. Hier können sie in einem geschützten Rahmen mit Menschen arbeiten und ihre Rituale ausüben.
Etwas, das auch heute noch in Peru an öffentlichen Plätzen verboten ist. Auch Victoria, eine sehr kraftvolle Schamanin und Heilerin, deren verstorbenem Mann Nicolas dieser Film gewidmet ist, lebt hier mit ihren 6 Kindern. Ohne die Hilfe Ivans und ausländischer Spenden wäre sie nach dem Tod ihres Mannes obdachlos geworden. Die Keros als Priester, die Keros als Energiearbeiter brauchen Platz. Und wir dürfen nicht in Cusco leider arbeiten. Die Touristen jetzt kommen nach Cusco, jetzt sind 3 Millionen und brauchen Platz. Und dieser Platz, was war für uns und für die Keros, gibt es nicht mehr. Und die Keros brauchen Arbeiten. Und diesen Platz finden nicht mehr in Cusco und machen einfach in ein Zimmer, in ein Hotel, in eine Ecke. Und das finde ich nicht so bequem und nicht so richtig. Am Rande des Grundstücks steht die Heilungshütte von Hampina Yachta. Regelmäßig kommen in- und ausländische Menschen hierher, um Rat und Hilfe von den Keros zu erbitten. Der Beginn jedes Rituals, das Säubern der eigenen Energie durch wunderbar riechendes, konzentriertes Blumenwasser. Den Menschen aus den Städten fehlt die Energie der Apus, der großen Geister der Berge und die Verbundenheit zu unserer Erde. Deshalb sind sie krank. Das ist nicht gut. Ich denke, überall auf der Welt gibt es eine dunkle Energie. Wir nennen diese Energie Atraso, aber sie kommt von den Menschen selber. Die Menschen wollen Essen haben, das nicht mehr natürlich ist. Sie wollen mehrere Partner haben, sie wollen immer Sachen, die sie eigentlich nicht brauchen, und das macht dunkle, schlechte Energie. Eine der heiligen Pflanzen der Keros ist Coca. Die Blätter werden zur Stärkung gekaut, mit ihrer Hilfe werden die guten Geister gerufen und befragt. Keine Arbeit, ohne dass sie vorher die Coca-Blätter werfen und deuten. An diesem Tag für eine Reisende aus Europa. Dein Körper ist in Ordnung, aber ist schwach. Dein Körper und deine Seele. Immer? Und diese Situation, weil du traurig bist, oder diese Traurigkeit, hat einen Grund. Der Grund ist Feind. Du, deine Familie oder deine vorgangene Zeit hat einen Feind. Und dieser Feind hat geschickt wie ein Fluch. Und das ist der Grund. Das nachfolgende Ritual, in dem die schlechte Energie eingefangen und schließlich im Feuer verbrannt wird, filmen wir aus Zurückhaltung nicht. Tage später erfahren wir aber von der Frau, dass ihre Beschwerden verschwunden sind. Heilen mit Intention und jahrtausende alten Ritualen. Doch woher stammt diese Kraft? Die Keros selbst sagen, es sei die Kraft von Pachamama, der Erde, der Apus, der Berggeister, die ihre Energie aus dem Kosmos beziehen, und dem Inka, als deren Nachkommen sie sich sehen. Jener sagenumwobenen Gottkönige, deren jahrtausende alte Kultur unbegreifliche Bauten hinterlassen hat, die entgegen landläufiger Geschichtsschreibung bei Betrachtung mit halbwegs gesundem Menschenverstand definitiv nicht mit Hammer und Kupfermeißel erbaut werden konnten. Wie sie das machten, bleibt unbeantwortet, ebenso wie bei unzähligen anderen uralten monumentalen Bauwerken weltweit. Wie jede indigene Kultur Nord- und Südamerikas fand auch das Inka-Reich durch die Eroberung und das Abschlachten der Ureinwohner durch den europäischen und kirchlichen Machtwahn ein trauriges Ende. Atahualpa, der letzte Inka-König, wurde 1533 nach mehrmonatiger Gefangenschaft und Zwangstaufe trotz Lösegeldzahlung erdrosselt.
Noch heute zeugt die Statue von Pachacutec, dem 9. Inka-Herrscher im Herzen von Cusco, vom vergangenen Glanz des alten Reiches. Und es gibt die Legenden von der Wiederkehr der Kraft der Inka. Die Queros sind auf der Suche nach dieser Kraft. Aber was wird dazu benötigt? Welche Rituale müssen vollzogen werden? Ist es möglich, dass die alten Priesterkasten der Inkas, die Altomisas und Pantomisas, wieder zurückkehren? Ich denke, so wird es keine Rückkehr der alten Kraft der Altomisas geben. Ich sehe es, dass der Schnee auf den Bergen mit jedem Jahr weniger wird. Es gibt zudem viel zu viel Verschmutzung, auch durch Chemikalien, und das ist nicht gut. Vielleicht gibt es eine Rückkehr der alten Kraft, wenn wir in der ganzen Welt gegen diese Verschmutzung der Welt arbeiten. Aber nur dann gibt es eine Möglichkeit. Die Inka-Kraft bei uns ist nicht nur eine Kultur, sondern ein Wissen. Dieses Wissen, was hat die Inka zum Beispiel uns gelassen, kann sagen, nur Essen. Das ist ganz monumental, ganz groß. Wir können reden über Kartoffeln zum Beispiel. 3600 Sorten in Peru. Das hat die Inkas gemacht, diese Kraft, diese Energie. Das heilige Wissen um den Anbau von Nahrung und Heilungsarbeit an Menschen mit unglaublichen Ergebnissen. Und das, obwohl sie, so schätzt Ivan, nur etwa 5-7% der alten Kraft des Inka zur Verfügung haben. Nur wenige Kilometer von seinem Haus entfernt hat Ivan ein zweites Projekt ins Leben gerufen, um den Queros die Unterstützung und den Platz zu geben, den sie in den meisten Teilen des Landes nicht mehr haben. San Miguel. An einem Berg, der seiner Familie gehört, entsteht hier ein kleines Dorf. Unterstützt von deutschen und österreichischen Gruppen sind bisher 7 Hütten entstanden, in denen sowohl ausländische Besucher als auch Queros leben und arbeiten dürfen. Auch Victoria, die nach dem Tod ihres Mannes Nicolas von Ivan aufgenommen wurde, hat hier eine Hütte. San Miguel ist ein wunderbarer Platz. Hier lebt ein Apu, ein Berggeist. Aber wir müssen hier noch viel Energiearbeit leisten, damit er wieder ganz in seine Kraft kommt. Wer den 4000 Meter hohen Berg San Miguel besteigt, beginnt die Ehrfurcht der Queros vor den Apus, den Berggeistern, die ihre Kraft aus dem Kosmos beziehen, zu verstehen. Die Verbindung zwischen den Menschen, Mutter Erde und den Apus erneuern die Queros in jedem Ritual, jeder schamanischen Arbeit. Ich kenne die Energie der Apus, seit ich ein kleiner Junge war. Meine Großeltern haben mir die Rituale gezeigt. Wir haben immer mit ihnen gearbeitet. Und deshalb hatten wir immer eine gute Ernte. Wir hatten Mais, Lamas und Alpakas. Die Apus sind eine Energie, die in den großen Bergen wohnt. Auch wenn nach Meinung der Queros der Berg noch viel Heilungsarbeit benötigt, bereits jetzt kommen regelmäßig Menschen hierher, um zu lernen und um Heilung zu bitten. Wird diese benötigt, ruft Ivan die Queros, um mit den Klienten Rituale durchzuführen. Ach ja, kommen die Gäste von aus Cusco und die wollen Harmonie, Ritual machen und seine Geschäft auch. Seit ein Jahr sein Geschäft ist nicht so gut und seine Familie auch nicht gut. Und die wollen hier arbeiten mit den Queros. Wir haben ein spezielles Ritual für diese Probleme. Auch wenn es für spirituell interessierte Europäer kaum vorstellbar ist, Schamanismus ist nicht nur in westlichen Zivilisationen kaum von der Allgemeinheit akzeptiert. 500 Jahre kirchliche Prägung haben auch innerhalb der peruanischen Bevölkerung Spuren hinterlassen.
Und in Peru, die meisten Leute denken, das ist Voodoo oder schwarze Magie. Aber das ist ein großer Teil. Aber es gibt Leute mit dieser Energie, was wollen wieder mitbringen, diese alte Kultur von Inka. Auch vor dieser Arbeit werden die Coca-Blätter befragt. Schlechte Energien werden nach Hause gebracht, Unordnung in die Ordnung geführt. Manche Menschen denken, dass das Erlernen der Rituale einfach ist. Einfache Rituale reichen aber nicht mehr. Man muss sich wirklich mit der Erde und den Apus verbinden. Nur eine Kerze anzuzünden oder ein Gebet zu sprechen, ist meiner Meinung nach nicht genug. Das ist zu schwach, um wirklich etwas zu verändern. Das geht nicht tief genug. Man muss sein ganzes Sein in die Arbeit und das Ritual legen. Nach dem Ritual ein heiliger Gesang, die Anrufung der Kraft der Berge, der Apus. Auch dieses Ritual scheint erfolgreich gewesen zu sein. Wenige Tage nach der Abreise des Ehepaares erhält Ivan die Nachricht, dass sich ihre Probleme wie in Luft aufgelöst hätten. Angefangen hat es mit einem leeren Berg ohne Wasser. Mittlerweile können die Queros auf San Miguel regelmäßig ernten. Sie lehnen gekaufte Nahrung ab. Diese drückt keine Energie, wie sie sagen. In den Bergen, wo viele der Queros auf 5000 Metern leben, kann nicht alles angebaut werden. Geerntet wird nur das, was gebraucht wird. Wir testen jetzt für unsere Zukunft. Hier können auch die Queros arbeiten und in ihre Felder haben auch, aber auf 5000 Meter wachsen nur Kartoffeln, brauchen Lupinus oder Mais, deswegen müssen arbeiten in beide Regionen. Huanoquite ist für einige Queros zur zweiten Heimat, aber auch zu dem Ort geworden, wo sie mit Menschen arbeiten können, um so ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber wie leben sie in ihrer eigentlichen Heimat auf 5000 Metern? Um dorthin zu reisen, benötigt man die Erlaubnis der Queros, die uns gewährt wurde. Vorher aber will uns Ivan noch einen weiteren Traum zeigen. Er will diejenigen Bäume auf Huanoquite wieder anpflanzen, die Teil des ursprünglichen Regenwaldes waren. Wir fahren gerade nach Loretuyo. Ich kenne Loretuyo als Inka-Wald. Da ist ein Wald, wie damals in der Inka-Zeit war. Das ist Bäume, ungefähr 12 Sorten. Und die Familie von diesen Bäumen sind Polylepis. Und das ist, was wollen wir in unsere Projekte bei mitbringen. Von dem Inka-Urwald sind heute nur noch wenige Quadratkilometer existent. Doch allein das raubt uns den Atem. Jahrhunderte alte ursprüngliche Bäume. Polylepis gehören zur Gattung der Rosengewächse. Sie können bis zu einer Höhe von 4800 Metern wachsen. Die ältesten gefundenen Polylepis-Bäume sind 1500 Jahre alt. Ein Gang durch einen Wald, wie es ihn nur noch selten auf unserem Planeten gibt. Und auch hier dürfen wir Zeugen eines uralten Rituals der Queros werden. Einer Waschung mit dem heiligen Wasser des Flusses.
Wer mag bei diesem Anblick noch darauf beharren, die Taufe sei ein kirchliches Monopol? Diese Art der ursprünglichen Arbeit ist aber auch in Peru selten geworden und schwer zu finden. Ivan erklärt uns, warum. In Cusco gibt es einen ganzen Ort, heißt Huasau. In Huasau steht ein Schild, Ort von Schamanen. Aber es gibt keinen Keros da. Sind Leute, was haben ein bisschen gesehen und wollen so die Leute helfen. Aber haben gemischt zwei Technologien, die Inka und europäische, afrikanische. Die Afrikaner sind gekommen, ja, weil Südamerika hatte keine Sklaven mehr. Und Afrika hat Voodoo mitgebracht. Haben gemischt mit unserer Inka-Technik. Und diese Mischung, jetzt in Cusco oder im Norden Peru, sagen, die sind Schamanen. Aber von 100 vielleicht treffen nur einmal. Und die meisten Kunden wollen nicht mehr wissen von diesen Schamanen oder diesen Scharlatanen, was kann man sagen. Wir fahren weiter nach Queros, in der Provinz Paucartambo, der aktuellen Heimat der Queros. Ein wirklicher Kontakt mit der Zivilisation kam erst im letzten Jahrhundert zustande. Eine Straße, oder was man so nennen könnte, gibt es erst seit einigen Jahren. Hier leben ca. 5000 Nachfahren der Inkas in weit verstreuten kleinen Siedlungen. Spontanen Tourismus gibt es hier nicht. Man muss eine Einladung erhalten. Nach Jahrhunderten der Unterdrückung achten die Queros so gut sie können darauf, unter sich zu bleiben und ihre Kultur nicht zu vermischen. Wir kennen unsere Vergangenheit. In der Inka-Zeit kamen die Spanier und nahmen uns alles. Wegen den Spaniern haben wir uns in die Berge geflüchtet. Und seitdem leben wir hier oben. Ein Leben über Jahrhunderte auf 4.000 bis 5.000 Höhenmetern. Umgeben von einem Universum an lebendiger Energie, wie sie es nennen. Konstant zum Ausdruck gebracht durch Rituale, in denen sie die Kraft der Erde und der Berge zu sich rufen, um im Gleichgewicht zu bleiben und das Gleichgewicht in ihrem Land und dem Planeten wiederherzustellen. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Queros Queros bleiben. Denn die Verschmutzung kommt auch von den Menschen, die anders sind. Wir wollen nicht, dass Queros andere Frauen heiraten oder unsere Frauen andere Männer. Das ist eine Art, wie wir uns schützen können, und das ist uns sehr wichtig. Von peruanischer Touristenromantik fehlt hier jede Spur. Der Boden ist karg. Die meisten Häuser bestehen aus Naturstein und Lehm mit Dächern aus Hartgras. Durch Hilfsprojekte finanziert, werden nun aber einige Häuser mit Solarstrom versorgt. Gekocht wird auf einem Herd aus Lehm. Als Brennmaterial dient der getrocknete Dung ihrer Tiere. Alpakas und Lamas, Kartoffeln, Mais aus den etwas niedriger gelegenen Regionen sind die Nahrungsgrundlage. Etwas anderes wächst nicht auf 5000 Metern. Dennoch, weg will kaum jemand. Es ist ihr Zuhause. Und seit einer Gesetzänderung in den 60er Jahren ist ihr Lebensraum geschützt.
Die Regierung ist für uns mittlerweile eine Hilfe. Sie haben unser Gebiet geschützt. Sonst wären wir von den Betreibern der Goldminen, die es in dieser Region Perus gibt, überrannt worden. Sie helfen uns auch mit dem ganzen Plastikmüll, den es mittlerweile auch leider bei uns gibt. Ich bin traurig. Denn nun gibt es eine Straße nach Keros. Und mit der Straße sind auch zum ersten Mal Krankheiten in unser Dorf gekommen. Es ist nicht mehr wie früher. Wir haben uns immer mit Kräutern und Energie schützen können. Aber nun ist das schwieriger. Und das ist traurig. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Wir haben schon als Kind gelernt, die Energie der Erde und die der Apus zu verbinden. Wir alle können das seit unserer Kindheit. Deshalb brauchen wir auch bisher kein Krankenhaus. Und wir können diese Energie weitergeben, um Menschen zu heilen. Jedes Mal, wenn Ivan zu Besuch kommt, bringt er Brot und Bananen für die Kinder mit. Nicht, weil sie unterernährt sind, sondern als Ansporn, ihren Namen in Quechua auszusprechen, der ursprünglichen Sprache der Keros, welche lange Zeit von der peruanischen Regierung verboten war. Ein spielerisches Ritual gegen das Vergessen. Denn gerade die Kinder sind wie überall in der sogenannten Dritten Welt besonders anfällig für die vermeintlichen Verlockungen der Städte und ihren Scheinwelten. Ich fahre nicht oft nach Cusco oder in andere Städte. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich in Keros verbracht. Aber jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich die schlechte Energie der Stadt gefühlt. Ich habe das auch von anderen Keros gehört, die in den Städten waren. Der Tag in Keros geht zur Neige. Wir sind erschöpft. Und doch steht uns noch etwas sehr Außergewöhnliches bevor. An diesem Abend dürfen wir teilhaben an einer ganz besonderen Zusammenkunft. Dreizehn Keros kommen in dieser Nacht in dieser Hütte zusammen und beratschlagen, wie sie ihrem Volk, aber auch der Welt mit ihren Ritualen und ihrer Kraft helfen können. Zum ersten Mal nach mehreren Jahren, die Ivan nun schon Keros besucht und den Schamanen in seiner Heimatstadt Huanoquite einen Platz zum Arbeiten und Leben gibt, kommt Ernesto, der Führer des Stammes, zu Besuch, um sich mit ihm auszutauschen. Eine große Ehre. Ivan hat zum ersten Mal die Gelegenheit, seine Idee vorzutragen. Von Besuchen der Keros in Europa, den Europäern, die nach Peru kommen und mit denen die Keros arbeiten können, und seinem Plan für Huanoquite. Nach langem Gespräch stimmt der Häuptling seinem Projekt offiziell zu. Ein Ritterschlag für Ivan und Grund zu großer Freude. Wir haben gesprochen, unsere Aufgabe für unsere Welt. Die haben die Kraft, die haben die Werkzeuge, uns zu helfen. Und ich habe gefragt, wir können zusammenarbeiten, wir können zusammen Besseres machen für uns Keros und auch für die Menschen, was wollen mit den Keros arbeiten. Und haben gesagt, ja, das können wir machen. Zusammenarbeiten, alle zusammen. Und habe die Bestätigung von dem Bürgermeister. Und ich bin froh, weil das ist der erste Mal, was habe ich mit den Umayyad, mit den Führer von den Keros. Und ja, das freut mich. Die sind offen. Erste Mal, ich habe versucht, 4 Jahre oder 5. Und jetzt ist einfach.
offen. Ja, das freut mich. Das haben wir geredet. 2 Tage bleiben wir in Keros, dann geht unsere Reise weiter. 4 Schamanen begleiten uns. Wir reisen an einen der heiligsten Orte Perus. Wir fahren gerade nach Maukalyakta Pumaorko. Diese Name bedeutet für uns den Anfang. Da hat angefangen alles. Alles, was wir kennen als Inka-Kultur. Mauka bedeutet Alte. Alt. Maukalyakta ist eine Stadt. Dann wäre alte Stadt oder erste alte Stadt. Und Pumaorko ist ein Apu. Das ist ein Tempel, wo hat gearbeitet die erste Inka, Manco Capac. Manco Capac hat da gearbeitet mit Energie. Dann ist nach Cusco gegangen. Pumaorko. Wer diesen Felsen zum ersten Mal sieht, erstarrt. Das Wort Kraftplatz bekommt hier für uns eine andere Bedeutung. Aus diesem Berg soll der erste Inka-König als Sohn des Sonnengottes Inti geboren worden sein. Amaru, Lorenzo, Malco und Inka werden hier an diesem heiligen Ort die Coca-Blätter befragen, ob und wie die Kraft des Inka wieder zu ihrem Volk zurückkehren kann. Die erste Befragung der Blätter ist eindeutig. Die Kraft kommt zurück, aber anders als bisher von allen angenommen. Wir haben gefragt, was sollen wir hier machen, und haben die Keros gesagt, wir müssen aufmachen, die Energie, was steht hier. Und habe ich gefragt, wer soll machen, und haben gesagt, die Keros, aber jemand soll uns helfen. Und das ist eine Frau. Eine Frau soll kommen und zusammen mit den Keros hier ein großes Ritual machen und öffnen die Energie von Pumaorko. Und so kann es starten, die Energie in der ganzen Welt. Die Blätter werden wieder befragt. Wann soll das geschehen? Ist diese Zeit bereits da? Die Frage, ist schon Zeit für diese Frau? Und Coca sagt, ist schon angefangen, die Frau ist schon da, muss diese Aufgabe machen. Wer ist diese Frau? Ist sie eine Kero? Ist nicht in Peru, es ist nicht in Südamerika, die Frau kommt von Osten, von Westen. Von Ausland. Wieder werden die Blätter befragt. Die Antwort überrascht nicht nur uns. Asia Monta. Asia. Eine
Eine Frau aus Asien soll also den Keros in einem großen Ritual an diesem Berg helfen, die Kraft des Inka für ihr Volk und die ganze Welt wiederherzustellen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, von der ich 2012 gelesen hatte. Der spirituelle Lehrer Drunvalo Melchizedek berichtet in seinem Buch Die Schlange des Lichts von der Wanderung der Erdkundalini von Tibet nach Südamerika. Ich frage die Keros, ob diese heilige Frau aus Tibet stammt. Meine Frage wird bejaht. Die Zeit ist schon angefangen. Was ist jetzt gerade bestätigt worden? Ob diese Legende, was hast du gesagt, ist echt oder nicht? Und alle haben gesagt, die Koka hat gesagt, ist echt. Ja? In Südamerika, in Peru, in Cusco steht diese Energie. Für die Keros ist dies ein bedeutender Moment. Sie wissen nun, wie die Zeit der Wiederkehr der alten Kraft geschehen kann. So viel Energie ist mein Kopf und mein Bauch schmerzt. Noch einmal werden die Coca-Blätter befragt. Ist es wirklich so? Die Keros sagen, die Männerzeit in Kari, Zeit ist schon vorbei. Jetzt sollte beginnen die Kolyari-Zeit, die Frauenzeit. Da brauchen eine Führerin. Eine Frau aus Tibet, ein neues Zeitalter. Die Rückkehr der weiblichen Kraft und der Ausgleich zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Uns erfüllt tiefe Dankbarkeit, dabei gewesen zu sein. Nur 2 Tage später wurde Peru durch Pandemiegesetze von der Außenwelt abgeriegelt und wir, wie alle anderen Touristen, in Zwangsquarantäne gesteckt. Unsere Dreharbeiten waren damit abrupt beendet. Erst 3 Wochen später konnten wir mit einem der letzten Rettungsflieger wieder ausfliegen. Als klar wurde, welches Ausmaß der weltweite Lockdown haben würde, haben sich die Keros komplett zurückgezogen in ihre Bergheimat. Hier warten sie bis heute ab, bis das, was auf uns zukommt, vorbei ist und sie sich auf die Suche nach der Frau aus dem Osten begeben können, um dann in das lang ersehnte neue Zeitalter einzutreten.